Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 5. Heute würde ich gerne das Dach bauen, dass wir so jetzt mit das Gebäude schon fertig haben. Und eventuell den Turm. Ist ja quasi noch eine Ebene mehr, das war es dann im Grunde genommen schon. Nicht sonderlich viel. Habe ich eigentlich die Galerien schon freigeschaltet? Ich weiß es gar nicht. Hier war militärisches Engineering, ne? Oder war das Advanced Housing? Das war Advanced Housing, ne? Nee. Also habe ich die schon oder was? Nee, hier ist irgendwie ganz durcheinander. Hier habe ich nicht. Die sind. Boah, Dings, genau, die haben ihre eigene Forschung. Frage ist nur, ich kann ich noch nicht freischalten bisher, ne? Da sind so Hoardings. Advanced Fortifications brauche ich dafür. Das heißt, wir brauchen. Metallwerkzeuge. Okay, die hatten wir schon. Sehr gut. Okay. Ja. Müsste ich tatsächlich haben, Kleidsteine, ne? Ja, 25 und 8, das passt. 4 Wooden Sticks. Habe ich echt keine Sticks mehr? Unglaublich. Okay, wie gesagt, wir wollen auch erstmal das Dach bauen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Timber. Und dafür muss der Wald ein bisschen dran glauben. So, Barbaren spawnen hier aber tatsächlich gar keine, ne? Okay. Fackel natürlich müsste da kaputt gehen. So. Okay, ich denke mal, wir werden noch ein bisschen mehr benötigen. Ich denke mal, wenn wir so. Noch zwei große Bäume fällen müssten wir, glaube ich, genug haben, oder? Der wird komisch landen, oder? Oder er bleibt hängen, eins von beiden. Okay. Ja, ich traue dem Baum nicht so ganz. Es wäre schon mal passiert, vom Baum erschlagen zu werden. Deswegen, das muss nicht unbedingt nochmal passieren. Okay. Na komm. Da. Reicht das vielleicht sogar schon? Wir gucken mal. Ja, jetzt immerhin. Ja, 14 Stück. Wir kriegen, glaube ich, war das 5 Timber? Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich hoffe, jetzt hat das Mute noch geklappt. Wenn es nicht mehr gemutet, bin ich nicht mehr. Okay. Die Tasten muss ich umeinander, aber mit dem Husten ein bisschen doof. Muss man jetzt nicht unbedingt im Video hören. So. Ja, wir kriegen daraus jetzt 8. Okay, 7 mal 14 mal 8, das müsste auf jeden Fall reichen. Hoffe ich zumindest. Ist ja ein bisschen doof, wenn nicht. Könnten auch mal den Hammer einschmelzen, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Also ein Barbar war letzte Woche da, nach der Aufnahme, aber nur ein einziger. Der rannte hinten im Wald rum. Jetzt wollen wir den Smithy mal eben noch platzieren. Den brauchen wir auf jeden Fall gleich noch. Dennoch am besten einmal dich kurz einbrennen.
Einbrennen, was rede ich da für einen Schwachsinn? Einschmelzen, so rum. Hier der Holzknüppel. Den bräuchten wir nicht. Okay. Und dann einmal ein Zimbano, sehr gut. Genauso viel haben wir. Okay. Dann mal gucken. Sehr gut. Das dürfte eventuell reichen. Okay. Fangen wir am besten mal an. Ihr könnt alle weg. Holzdach. So. Ich komme ja noch hoch und runter ohne Probleme, oder? Ja, so halbwegs. Egal. Es passt, also passt es. So. Drei Zimmer pro Stück, das könnte doch ein bisschen eng werden. Dann wäre Stück 1 schon mal drin. Wobei, na, das müsste reichen. So extrem viel fällt hier auch nicht an. Zack, und dann einmal die Ecke nach innen gerichtet. Zack. Aber die Sticks könnten tatsächlich knapp werden, oder? Why? Ein Stick, no? Ah ja, wurde ja geändert, stimmt. da war ja was. Stimmt, stimmt. So, zack. Zack. Zack und zack. Dann machen wir einmal dich. So. Okay, so. Dann hätten wir das Dach auch schon mal. Gucken, wie es von außen aussieht. Ein Dach halt, ne? Okay. Dann würde ich tatsächlich mit dem Turm auch weitermachen. Metallteile müsste ich ja noch haben. Ah, stimmt, der Bambus-Mod, genau. Okay. Gesagt, Metallteile habe ich noch 6 Stück. Müsste ich mit so den kommen, der Leiter habe ich auch noch dabei. Du warst nicht die Etage, die ich brauche, sondern du warst die Etage, die ich brauche. So. Dann brauche ich noch einmal die normalen Plankenwände. Ja, passt noch. Und ich würde auf jeden Fall ganz genau die Möglichkeit haben, nach oben zu kommen. Ja, hier kann ich dich natürlich nicht platzieren, du Sau. Warum auch immer. Das ist ja doof. Dann brauche ich einmal ganz kurz irgendwas zum eine Dachschräge einfach. So. Nur mal nach oben zu kommen. Okay. Die Fackel aber auch, denn sonst wäre es ein bisschen düster hier oben. So, die Falltür mache ich am besten einmal. Das ist das kleine Problem mit den ganzen Sachen hier. Das wird mich ein bisschen eng im Turm. Egal, wie wir es jetzt denn jetzt platzieren, machen wir einfach dahin.
Okay. Dann muss der Holzboden aber auch dementsprechend gedreht werden. Keine Stöcke mehr. Das ist ein bisschen doof jetzt. Naja, okay. Shipsladder Trapdoor. Da. Ist ein bisschen eng, wie gesagt, aber es passt. Schütöcke. So, nochmal ein sehr lauter Huster. Okay, ich bin wieder nicht mehr stumm gestaltet. ja. Schnupfen weg, der Husten aber nicht. Der hält sich sehr hartnäckig. Okay. Also ein paar Teile hiervon abreißen, was soll's. Baumstämme sind Baumstämme. Wir kriegen trotzdem 15 Sticks, machen wir mal 45, müsste nicht reichen. Schätze ich jetzt einfach mal. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht, ne? Dabei der Verbrauch doch arg groß. Okay. Okay, dann einmal die Nummer 4. Genau. Zack, zack, zack. Jetzt kommt hier noch eine Ebene drauf und dann kommt oben die letzte Ebene. Also wir brauchen noch eine Leiter dafür. Tatsächlich sogar. Metallteile eigentlich. 2, also kostet die 4. Ist ein bisschen doof jetzt, aber okay. Dann mal gucken. Ich brauche noch einmal eine Leiter. Die war 2 Zimmer, 5 Planken. Okay. Ich könnte übrigens auch runden Zimmer herstellen. Den werde ich auch später mal benutzen beim Bau. Nicht beim Schiff unbedingt. Ich werde mir auch ein Schiff bauen, früher oder später, aber. Erster Linie einmal für was anderes. Könnten auch das Ding eigentlich mal benutzen, ne? Den Botany Table. Wäre eine Möglichkeit. So, alle Sterne weg, okay. Und Metallteile brauche ich noch ein paar. Ja. Wobei, warum mache ich das mit dir? Ich kann auch dich einfach einschmelzen. Da gibt es doch auch Metallteile. Korrekt? Jawohl. Reichst du auch? Ah, knapp, 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 knapp. Na, du Sau. Gibt's doch nicht. Ja, einen Stock reinwerfen, was soll's. So. Dann hätten wir sie. Leiter habe ich eingesteckt, Leiter habe ich eingesteckt, okay. Mal ebenso die Hosen doch schon, ne? Okay. Gut, gut. Dann hätten wir diese Ebene auch durch. Die nächste Leiter mache ich dann hier hin. Das heißt, wir machen dann einmal. Ja, was mehr rausgucken wäre, glaube ich, gerade so eine schlechte Idee. Noch ein paar Fenster platzieren. Die Planken dafür haben wir ja eigentlich. Mehr als genug sogar. So. Zack. Und. Okay. So. Die Saul natürlich nicht weg, war ja klar. Dann müsste ich noch einmal eben nach oben kommen. Sehr gut. Und dann einmal wieder die Nummer 5, aber diesmal dahin. Ich weiß, was ich drehen sollen. Na. Kann man eigentlich so stehen lassen.
Und dann einmal genau die Trapdoor und zack. Okay. Die Galerien können wir noch nicht platzieren, weil wir noch nicht die Forschung dafür haben. Aber zumindest steht schon mal der Turm. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Wichtigste. Okay. Quietsch. So. Gut, gut. Dann machen wir mal die Forschung weiter. Wir sollen zwei Wände platzieren. Das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin. Na du Sau. Das gibt's halt nicht. Ach Mann. Okay. Ja, hier eben platzieren, damit ich die besser bauen kann. Zwei Stein-Battlements. Da haben wir sie ja. Schon mal erledigt. Dann bräuchten wir als nächstes einmal die nächste Forschung. Die wären wiederum Advanced Fortifications. Ja, stimmt, das Ding. Die großen Wände kriegen wir aber hin. Das war, glaube ich, die großen Wände nach die großen Battlements, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, zumindest. Ich könnte schon runter tun, ob ich ihn nicht bauen kann. So, eins und zwei, so. Okay. Ach nee, der runde Boden ist das ja genau. Stimmt, da war ja was. Runder Boden, da haben wir dich. Machen wir es anders. Fortschritt bleibt erhalten. Sehr gut. Mal den nächsten platzieren und dann haben wir den. Okay. Der nächste Schritt wäre aber die Hoardings. Zimmer waren hier, glaube ich, nur ein Zimmer oder so, ne? Ich glaube, ausgedrückt waren die nicht, aber viel Zimmer haben wir auch nicht mehr über. 29 ist nicht gerade viel. Müssten wir aber eigentlich hinkriegen. Okay. Dann mal gucken. Ich hab's heute mit dem Husten. Mann. Okay, aber auf jeden Fall, die müssen wir auch mal starten. Zwei Blöcke von der Liste, ja. Holding Flow, Shooting Hose, ja, ja, kennen wir ja alles. Ist ja soweit nichts Neues. Okay. Ich würde aber ganz gerne hier drüber einmal die normalen, ich hasse diese Sterne. So. Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit euch, weg mit dir,
Könnt auch alle weg. Ihr könnt alle weg. Okay. Einmal euch. Außerdem einmal euch. Danach würde ich ganz gerne einmal diese hier nehmen. Okay. Das mit dem Dach hier besser funktioniert. Ich glaube, wir nächste können wir Nummer 4 nehmen, ne? Das müsste ja in dieser Ecke wieder passen eigentlich. Zählt das Ding? Zählt nicht, okay. Gut zu wissen. Wir brauchen ja mal ganz kurz ein paar Planken. Für das Übliche. So. Und dann einmal. Zack. Zack. Und zack. Okay. Wir machen einen Fortschritt auf jeden Fall. Okay. Kann ich noch gar nicht. Stimmt, die anderen Formen stelle ich erst nach der Quest frei. Okay. Gut, gut. Dann können wir jetzt einmal die Nummer 6 nehmen und dann einmal Kosten 1 Zimmer, genau. Das müsste zumindest einmal für die Wände müsste ich das hinkriegen noch. Aber ich denke mal, für viel mehr wird das auf jeden Fall nicht reichen. Danke für das Horn. Das brauchte ich jetzt. So. Zack. Und hier wird es ein bisschen doof jetzt. Oder auch nicht. Und dann einmal. Zack. So. Ich würde zumindest ganz gerne einmal die grobe Form soweit drin haben. Schon mal 22 Minuten. Zumindest die müsste ich alle gebaut kriegen. Dem Zimmer war gerade ein bisschen eng. 13. Ich meine, die Wände kriege ich auf jeden Fall hin. Das Dach wird aber, glaube ich, nicht mehr klappen. Sagen wir gleich mal 3 Zimmer pro Stück Dach, ne? Das ist ein bisschen nicht so wirklich machbar aktuell. Aber unsere Burg nimmt zumindest Form an. Das ist ja schon mal. Ja, da fehlt jetzt immer. 13. What? Wieso kostest du mehr als die Dinger? Was? Nee, sorry, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt absolut keinen Sinn, warum das Ding mehr kostet. Weil das sind die gleichen, da sind 2 davon. Und im Grunde genommen 3 Trenndinger. 2 davon, 3 Trenndinger. Das macht keinen Sinn, dass das Ding teurer ist. Aber wirklich gar keinen. Also, ne, lieber Mod-Autor, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Aber gut, ein bisschen mehr Zimmer holen müssten wir. Dann kriegen wir zumindest das Dach noch hin. Nochmal hier ein bisschen was von ausleihen. Muss ja eh abreißen. Nächste Folge, von daher. Egal. Kein Verlust. So, jetzt habe ich mir 4 Stück geholt, oder? Ne? Damit müssten wir dann aber eigentlich mehr als genug haben. Wenn nicht, wäre ein bisschen doof. Oh gut, 4x8, das reicht. Die wichtigere Frage ist, habe ich die Holzflachdächer?
Habe ich, Gott sei Dank. Wäre ein bisschen doof gewesen, wenn nicht. Das war, glaube ich, die, die wir brauchen, ne? Die 30er. Ich glaube schon. Du kannst jetzt mal wegfackeln. Ist ein bisschen duster jetzt hier im Haus, aber oben drauf gleich nicht mehr. So. Du warst noch nicht fertig, ne? Genau. Zack. Sonst waren alle. Genau. Okay. Und zack. Sehr gut. Damit wäre dann auch schon mal der erste Turm soweit gebaut. Okay. Kurz gucken, wie es von außen aussieht. Ein schönes Bild davon. Ja. Sehr hölzern, aber warum nicht? Sieht zumindest nicht schlecht aus. Will ich mir so spontan sagen. Nur kurz. Thumbnail. So. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die ich dieses Mal am Mittwoch hochlade, nicht am Dienstag. Letzte Woche kamen ja keine Videos. Tut mir ein bisschen leid, da kam ich nicht so ganz zu. Ich habe diese Woche Nachtschicht, das heißt, ich habe tagsüber ein bisschen mehr Zeit und dementsprechend werde ich auf jeden Fall wieder Videos machen. Und ich werde höchstwahrscheinlich nicht diese Woche, sondern nächste Woche mit etwas Glück Urlaub haben. Da werde ich auf jeden Fall auch noch viel machen. Auf jeden Fall auch beide Samstage streamen. Kommt aber noch was zu. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Medieval Engineers.